Seine Gemälde gleichen den Seiten eines Tagebuches, das in der Freizeit und in Arbeitspausen entstanden ist. Im Frühling. An heißen Sommernachmittagen. Im Nebel des herbstlichen Chiasso. Nach dem ersten Schneefall. Aus dem Aufsatz im Ausstellungskatalog von Claudio Guarda. Carlo Basilico, 1895-1966. Die Malerei wie die Seiten eines Tagebuches. Das Leben, Ausbildung und Beruf. Carlo Basilico wird 1895 als Sohn einer Arbeiterfamilie in Rancate geboren. Der Vater Adolfo stammte aus Ceriano Laghetto in der Provinz Monza und Brianza, die Mutter Cecilia Luisoni aus Stabio. Als 14-Jähriger geht er nach Turin, wo er tagsüber arbeitet und am Abend die technischen Arbeiterschulen von San Carlo besucht. 1915 erhält er das Diplom in Ornamentik, wofür er mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wird. Diese Ehrung öffnet ihm die Türen zu den Ateliers der Turiner Maler Smeriglio und Cornaglia. Sein Bestreben, Kunstmaler zu werden, ist schon während seiner Ausbildung ausgeprägt. Noch mitten im Krieg kehrt er 1916 zu seiner Familie nach Rancate zurück. Zunächst arbeitet er mit dem Maler Cesare Rusca aus Ligornetto zusammen. 1918 tritt er in das Unternehmen für Dekoration des Malers Pietro Prada ein, mit Sitz in Via Cantoni in Chiasso. 1920 heiratet er Irma Prada, die Tochter von Pietro Prada. . 1922 kommt die gemeinsame Tochter Graziella zur Welt. 1926, nach dem Tod des Schwiegervaters, übernimmt er die Leitung des Unternehmens und führt es durch die große Krise der 30er Jahre. Es sind 10 schwierige und harte Jahre, die ihn aber nicht daran hindern, eine Reihe wundervoller Gemälde zu schaffen. Mitglied der Tessiner Gesellschaft der schönen Künste zu werden. Sich an den jährlichen Kunstausstellungen in Lugano zu beteiligen, seine Werke 1930 und 1945 am Kunsthaus in Zürich und 1939 auf der Schweizerischen Landesausstellung zu präsentieren. Zwischen Malerei und Ornamentik. Verschiedenartige Ansätze für Kunst und Dekoration. Nach ersten Porträt, Selbstporträt, Studien in Schwarz-Weiß,
entwickeln sich bald die ersten ausdrucksstarken Charakterdarstellungen. Den scharfen Blick auf die Kunst gerichtet, manifestiert sich schon die wahre, noch verborgene Seele des Koloristen. Die ganzen Landschaften, häusliche Milieus oder Familienangehörige in einer Vielfalt von Farbtönen erstrahlen lässt. Während er sich mit seinen malerischen Dekorationen dem Stil und Geschmack seiner Zeit anpasst, sehr zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber. Technik der Malerei. Es entspricht dem Wesen von Carlo Basilico, sich in verschiedenen Techniken auszudrücken. Die Zeichnung. Feinfühlig und zärtlich porträtiert er seine schlafende Frau. Wesentlich, energisch und fast bildhauerisch hält er die Pose des Enkelkindes fest. Kraftvoll, hart und sicher, wie mit einem metallenen Stift, verleiht er dem Leiden Ausdruck. Oder, auf das Wesentliche reduziert, mit dem Ergebnis einer unerwarteten Modernität. Das Aquarell, das mit Tupfer sanft und luftig daherkommt. Die dunklen Farbtöne des winterlichen Lichtes. Von der Schale der Kakifrucht einen Lichtstrahl widerspiegeln lässt. Die Ruhe einer Landschaft mit einer Weinrebe im Vordergrund behütet. Das Dahinschnellen einer sich entfernenden Barke. Die Stille um eine Figur vermittelt. Momente der Malerei. Seine Malerei ist von einem Kolorismus dominiert, der in unseren Breitengraden ungewöhnlich ist. Die reinen Grundfarben, unvermischt von der Palette genommen, mit raschem, sicherem Pinselstrich aufgetragen, spielend mit den Übergängen zwischen Licht und Schatten. Feinfühlende Abschattierungen, winzige Farbtupfer, pastellfarbige Farbtöne und farbige Schatten. Dann aber auch leuchtende, fast unnatürlich wirkende Farben mit ausdrucksstarken Pinselstrich, spielerisch mit den Farbkombinationen und farbigen Schatten. Dramatische Töne in den schwierigen Jahren der großen Depression. Düster und beunruhigend. Dies kontrastierend mit einer längst verflossenen, feinfühligen Sanftheit. Und
heimische Intimitäten von Künstlerhand mit Farbtupfer und Licht meliert. Die er später im Laufe der 50er Jahre wieder entdeckt. Mit kraftvollen Schraffuren und lebhaftem Ausdruck. Themen und Gegenstände der Malerei. Porträt und Selbstporträt, Landschaften, heimische Milieus, Familienangehörige. Die große Zuneigung zu seiner Mutter, Mamzila. Die unaufhörliche Erforschung des eigenen körperlichen und seelischen Befindens. Der liebevolle Blick auf die familiäre Harmonie. Die Beschaulichkeit der heimischen Milieus. Und seine große Leidenschaft für die Landschaften. Dies sind die Themen und Formen in der Kunst von Carlo Basilico. Inspiriert von einem tiefen Gefühl für das Wahre, gestützt auf einen kontemplativen Blick, der trotz der Betonung von Licht und Farbe stets das Wahre im flüchtigen Augenblick erfasst. Es geht nicht darum, das Leben zu malen, sondern darum, die Malerei lebendig zu machen. Pierre Bonnard.